und Yvonne. So schön. Seid ihr happy? Oh, es war eine lange Reise, aber ich glaube, das ist der beste Auftritt bis jetzt von euch. Auf jeden Fall. Super. Ey, gut gemacht. Gut gemacht. Yeah. Ich glaube, wir haben was Besonderes gesehen. Ich hatte das Gefühl, dass während dieses Auftritts was passiert ist zwischen euch. Am Anfang wirkte das so einstudiert und dann auf einmal hat es wie so Feuer gefangen und wurde zu einem richtig besonderen und wunderschönen Auftritt. Und ihr habt es geschafft, mich total mitzureißen. Wojtek, hast du das auch so empfunden? For me, the entire song is important from the beginning to the end. The lyrics, the meaning of it, and what you've told us here that we have the connection. Well, the song is about the connection. It's about right. Friendship. Right. Nice. Josh, dir stehen ein bisschen die Tränen in den Augen. Kann das sein? Nein, das ist der Rauch. Das ist der Rauch. Ja, manchmal gesagt? Ist es einfach der Rauch. Was auch. Der Rauch. Das ist der Rauch. Ja, also ich muss sagen, es war richtig schön, euch dabei zuzusehen, wie ihr euch selber anguckt. Man hat richtig so gemerkt, so ey, da ist was zwischen euch, was echt cool ist und jeder hat so Respekt vor dem anderen. George, manchmal denkt man, vielleicht ist es eine Stilistik, wie du ein paar englische Wörter aussprichst. Das machst du sehr französisch. Das hat mich so ein bisschen abgelenkt von dem großen Song. Aber ich fand beide super, super stark. Aber ich glaube, Wojtek war noch ein bisschen stabiler noch. Ja. Was sagt ihr, Stefanie, Yvonne? George, du kannst wirklich stolz auf dich sein. Es war wirklich schwierig, sagen wir mal so, am Anfang. Und Wojtek, du warst, wenn ich jetzt mal das Bild benutze, du warst so von dieser Brücke der stützende Pfeiler. Was aber total schön für euch beide war, weil du hast George immer unterstützt und du hast dich sogar total zurückgenommen, obwohl du diesen Song am liebsten so raussingen wolltest. Und das, was wir die ganze Zeit wollten, ne? Dass ihr einander als Freunde euch da begegnet und unterstützt, das hat jetzt funktioniert. Ganz toll. George, du warst schon mal in dieser Sendung. Du bist schon mal diesen Weg gegangen. Du bist noch mal wiedergekommen, aber als ein anderer Mensch. Vor ein paar Jahren bist du als Frau gekommen, jetzt bist du als George hier. Allein diesen Weg sich zu trauen, da ziehe ich wirklich meinen Hut davor. Weißt du, wir alle sitzen hier und seitdem wir unseren ersten Ton geschrien haben als Baby, konnten wir mit unserer Stimme wachsen, wir konnten sie kennenlernen. Seit ein paar Jahren hast du ein neues Leben mit einer ganz anderen Stimme, die du kennenlernen kannst und willst und aber auch musst, wenn du als Sänger auf der Bühne stehst. Das ist, finde ich, so krass und herausfordernd. Und ich bin so stolz. Ich habe bei jedem Ton mitgefiebert, dass du die Einsätze bekommst. Und das war ein Weg, aber wir haben diese Brücke echt geil stabil gebaut über diesen Fluss. Das habt ihr richtig gut gemacht und ich bin sehr froh über diesen Auftritt. Richtig schön. Voll gut. Ja, ich merke das schon, euch wird das jetzt richtig schwer fallen, aber ihr müsst euch leider entscheiden. Ja. Ja, ich glaube, wir sind bereit für eine Entscheidung. Wir beide glauben, dass in den Sing-Offs es auf ein paar Dinge ankommt, die nötig sind. Und das sind Eigenverantwortung, das sind Stabilität und Selbstbewusstsein. Und das ist der Grund, warum wir mit Wojtek gehen wollen. Yeah! I hope for the next round I might not cry. That would be great. One change. Josh, du strahlst trotzdem, oder? Das war klar. Trotzdem für dich ein ganz, ganz, ganz toller Weg, den du hier gegangen bist. Und du hast diesen Applaus hier mehr
als verdient. Dankeschön. Yes. Dankeschön. Ich habe viel gelernt in der Zeit und ich habe auch sehr viel an Selbstvertrauen gewinnen können. Und das nehme ich jetzt weiter mit auf meinen Weg.